Zwei Nächte wach auf Appern von Anonym. Vor einigen Wochen hatte ich mein Abi bestanden und unsere Jahrgangsstufe hatte eine kleine Abschlussfeier organisiert. Sie hatten einen schönen privaten Platz abseits der Wohngegenden an einem Waldrand mieten können und alles war schön hergerichtet, mit Bierbänken, einem Zelt, guten Boxen und jeder Menge Alkohol. Mein bester Freund, nennen wir ihn Lukas, und ich hatten zuvor schon beschlossen, dass wir an diesem Abend 3 MMC ziehen wollen, auch wenn sonst niemand aus der Jahrgangsstufe irgendwas mit Drogen am Hut hatte, abgesehen von einigen wenigen Cannabiskonsumenten. Deswegen wollten wir Acht geben, dass wir so unauffällig wie möglich ballern, auch wenn ich wusste, dass niemand ein ernsthaftes Problem mit anderen Substanzen hatte. Am Tag der Feier hatte es stark geregnet, wodurch alles ziemlich matschig war. Das störte uns allerdings nicht weiter. Wir kamen an und tranken erstmal ein Bier mit unseren ehemaligen Mitschülern. Lukas und ich waren beide in der 11. Klasse durchgefallen, weswegen wir keine wirklich engen Freunde in der Jahrgangsstufe hatten, auch wenn wir uns trotzdem mit fast allen gut verstanden. Deswegen war es uns auch egal, was sie von uns dachten, wenn sie doch bemerken würden, dass wir drauf waren. Nachdem wir das erste Bier geleert hatten, entschlossen wir uns, die erste Line zu ziehen. Es war das erste Mal 3 MMC für Lukas und wir zogen die erste Bahn auf einem Feldweg außer Sichtweite der Feier. Ich merkte nicht allzu viel von der Line und so zogen wir schon relativ bald die nächste. Wir hatten die typischen Wirkungen, hatten viel Energie, einen Laberflash und waren empathischer und es machte sehr viel Spaß, mit den betrunkenen Leuten zu reden und zu sehen, wie schon um eins die ersten Leute kotzen mussten, während wir gerade erst am Anfang waren. Mit den anderen tranken wir 4 bis 5 Bier über den Abend verteilt und gingen jede Stunde einmal auf die Toilette, um dort nachzulegen. Mit jeder Line kamen wir stärker drauf und ich fing an zu kiefern und hatte große Pupillen, allerdings nicht vergleichbar mit MDMA. Die Wirkung kann als eine Mischung aus Speed, Koks und MDMA verstanden werden und ist allen in gewissen Aspekten ähnlich. Man hat eine amphetaminähnliche Stimulation und für ca. 45 Minuten nach jeder Line hat man eine serotoninbedingte empathogene Wirkung, ist jedoch weit weniger verklatscht als bei MDMA, auch wenn sich das Körpergefühl der beiden Substanzen ähnelt, wenn auch 3-MMC weniger empathogen und stärker stimulierend ist. Vom Headspace her kann die Wirkung nach den ersten 45 Minuten Hauptwirkung als etwas Kokainähnliches beschrieben werden. 3-MMC ist eine sehr euphorische und angenehme Substanz. Meiner Meinung nach einer der besten, angenehmsten Upper, bei welchem eine negative Erfahrung quasi unmöglich ist. Wir unterhielten uns gut und die ganzen Leute wunderten sich, warum wir noch so klar waren, obwohl wir einiges getrunken hatten, was uns sehr amüsierte. Ein Mitschüler gab mir dann noch einen Joint aus, welcher die Wirkung intensivierte. Die Synergie war jedoch weniger stark als bei Thailand, aber trotzdem sehr angenehm. Gegen 3 Uhr löste sich die Party auf und wir hatten so starkes Craving, dass wir 6 Kilometer zu mir liefen, nur um noch ein paar Lines zu ziehen. Im Craving liegt auch das größte Risiko dieser Substanz, da man bei ihr sehr oft nachlegen kann und meistens mit wenigen Nebenwirkungen davonkommt, was dazu führen kann, dass man seine Grenzen nicht mehr kennt und weiter konsumiert, bis alles leer ist. Deshalb nahm ich auch nur eine begrenzte Menge mit, was uns allerdings offensichtlich nicht davon abhielt, weiterzuziehen. Als wir bei mir angekommen waren, holte ich das Zeug und wir gingen nochmal raus zu einer Halfpipe, an der ein Tisch stand und zogen dort noch 2 große Lines, ließen es aber dann gut sein und beobachteten den schönen Sonnenaufgang. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich etwa 650 Milligramm konsumiert. Wir verabschiedeten uns voneinander und ich hatte einen recht angenehmen Comedown und war gegen 8 Uhr zu Hause. Ich legte mich hin, konnte jedoch nicht einschlafen. Nachdem ich nach 3 Stunden immer noch nicht geschlafen hatte, entschloss ich mich aufzustehen und aß ein bisschen was und versuchte mich zu regenerieren. Dann schrieb mich eine Freundin an, die für den Abend ein paar Leute in ihre Wohnung in München eingeladen hatte. Ich sagte zu und versuchte mich den restlichen Tag über zu regenerieren, dass ich am Abend halbwegs fit war. Also fuhr ich mit dem Zug nach München und dort angekommen fingen wir an zu trinken. Unsere Freundin erwähnte dann, dass sie gutes Pep da hatte und da wir alle motiviert waren zu ziehen, legte für jeden eine Line, die wir dann gleich wegzogen. Das Pep war von sehr guter Quali und ich hatte nun wieder viel mehr Energie und wir legten direkt eine 2. und letzte Line nach, da ihr Zeug nun aufgebraucht war. Wir tranken weiter und ca. eine Stunde nach der Line wurde die Wirkung schwächer und wir beschlossen noch das Koks zu ziehen, welches sie noch zu Hause hatte, und zogen 3 oder 4 Lines in den folgenden Stunden. Es war eher mittelmäßiges Koks und die Wirkung war zwar angenehm, jedoch auch sehr schnell vorbei und schon bald begann der Comedown für mich, welcher durch die Nachwirkungen des 3-MMCs und dem Schlafmangel nicht sonderlich angenehm war. Ich trank weiter Bier, da ich das Gefühl hatte, es macht den Comedown erträglicher. Ich verlor nun schneller den Gesprächsfaden und war allgemein sehr müde, auch wenn mein Herz noch sehr schnell schlug und mein Körper eigentlich noch hellwach war. Wir liefen eine Runde in der Innenstadt und dann kam uns die Idee, in ihrem kleinen Bad eine Hotbox zu machen. Wir waren zu 5 und 3 von uns hatten Ott und bauten mehrere Joints. Wir saßen bestimmt 3 Stunden in ihrem Bad und rauchten pausenlos Kippen oder Joints. Das Ott wirkte sehr angenehm und machte den Comedown viel erträglicher, auch wenn ich nun ziemlich verschallert war und keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
Zwischendrin kam ich öfters für wenige Sekunden in eine Art tranceartigen Zustand, bei dem ich nur da saß und alles um mich herum für einen kurzen Moment vergaß. Langsam kamen alle runter und wurden müde und so legten wir uns gegen 7 alle ins Bett, um zu schlafen. Und wieder konnte ich nicht einschlafen, was bei mir typisch ist nach Amphetaminkonsum. Wir nahmen dann alle einen frühen Zug gegen 9 Uhr und so war ich um 10:30 zu Hause. Den ganzen Heimweg über fühlte ich mich wie eine lebende Leiche, war einfach nur müde und fertig, allerdings ging es mir psychisch trotzdem relativ gut. Da ich an diesem Tag noch einiges machen musste, blieb ich wieder bis zum Abend wach, an welchem das Champions League Finale kam, das ich mit meiner Familie zusammen anschaute. Ich war verwundert darüber, wie gut es mir am Abend ging, denn abgesehen von der Müdigkeit schienen alle direkten Nachwirkungen verschwunden zu sein. Als das Spiel vorbei war, ging ich in mein Zimmer und rauchte noch 2 Joints an meinem Fenster und schlief dann sehr schnell ein und wachte nach über 13 Stunden wieder auf, was nach 2,5 Tagen Wachsein auch dringend notwendig war. Ich habe kein Interesse, diese Erfahrung zu wiederholen, da ich das Gefühl habe, dass schon in der zweiten Nacht sowohl die Wirkung der Drogen als auch die körperliche Verfassung schon zu stark nachlässt, als dass ich eine wirklich positive Erfahrung daraus machen könnte. Auch hatte ich irgendwann in der zweiten Nacht kaum mehr Lust weiterzuziehen, was zum einen am mittelmäßigen Koks lag und zum anderen daran, dass mein Körper eindeutige Signale gegeben hatte, dass es langsam genug ist. Komischerweise hatte ich bis auf 1 oder 2 Tage Lethargie danach keine weiteren Katererscheinungen. Mein persönlicher Senf. Ja, es hört sich für mich an wie normales Wochenende. So, also nicht mehr heutzutage für mich, aber ja, wie man das quasi kennt von früher. So quasi, eigentlich wollte man nur an einem Tag mal was sich gönnen, aber dann haben sich noch andere Möglichkeiten ergeben und plötzlich ist man 3 Tage wach. Das kenne ich auch zu Genüge von früher, deswegen mache ich sowas heute auch nicht mehr. 3MMC habe ich persönlich noch nie probiert. Ist ja, glaube ich, auch ein RC, was inzwischen illegal ist. Also, wenn, dann würde ich, glaube ich, eher normales Amphetamin mir gönnen, wenn das eh beides illegal ist. Mache ich natürlich trotzdem nicht, aber ja, fand ich auf jeden Fall eine ganz gute Story. Relativ seichter Tripbericht, also keine krassen Erkenntnisse, kein heftiger Abfuck. Ist nichts Schlimmes passiert, also fand ich, war ein ganz entspannter, ich sag mal, relativ normaler Tripbericht, so wie die meisten Leute das wahrscheinlich machen, wenn sie mal was ziehen und dann nicht einschlafen können und sich dann noch andere Möglichkeiten ergeben, woanders weiter zu feiern. Ja, mehr habe ich dazu auch eigentlich nicht zu sagen. Falls ihr wollt, dass ich euren Tripbericht vertone, könnt ihr mir den auch gerne schicken. Ich bin allerdings erst Mitte Januar wieder hier in Göttingen in meiner Wohnung und naja, also habt dann Geduld, dann wird euer Tripbericht dann auch erst ab dem, ich sag mal, 20. Januar dann auch erscheinen auf diesem Kanal, weil ich mein Equipment nicht mit in Hamburg habe, wo ich meine Eltern besuche über Weihnachten und Silvester. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen erstmal noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.